Danke. Bitte. Wenzel ist fein, Wenzel ist wichtig, Wenzel hat auch was hinter sich, Pferde, Kühe, Wald und Äcker. Nun wird's aber die höchste Zeit. Kommen Sie, Herr Bürgermeister, in der Goldenen Gans ist schon alles vorbereitet. Schwiegereltern, Schwiegersohn, ein gutes Essen und ein guter Vertrag. Auf Wiedersehen. Ach, Sie bleiben nicht zu Kirchweih hier. Ich kann nicht. Ich habe Dienst. Geht nicht. Ja, ja. Sie haben ja keine Blumen. Ich würde gern hier sein. Alles ist so gut wie richtig. Wache! Oh, ich bitte nur nach Ihnen, Herr.
Kinder, ihr das Leben ab. Bitte hier, bitte hier, bitte hier. Es gern. Hochgeheiratet! Sein Besitz ist unter Brüdern 30.000 wert. Ist 30.000 wert. Alles ist so gut wie richtig. Aufgesetzt ist der Vertrag schon. Das eine nur ist wichtig. Sind die Zwillinge. So ist alles gut, so ist alles gut. So ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Doch, Herr Micha zahlt ein Jahr lang. Was Sie an der Kirchweih finden. Postmeister, die Herrschaften bleiben wollen, ich reise sofort. Ja, sofort. Aber jetzt ist es doch zu spät, Herr Finanzrat. Wir geraten vielleicht in die Nacht. In die Nacht? Ja, in die Nacht. Nein, nein, das ist auf keinen Fall. Dann reise ich morgen früh. Holen Sie mich ab von der Goldenen Gans. Meine Damen, wegen Ihrer neumodischen Vergnügungssucht kann ich Rothschild in Wien nicht warten lassen. Also viel Vergnügen, meine Damen. Auf Wiedersehen, Alter. Und sucht mich nicht. Ihr werdet mich doch nicht finden. Ich bin bei Tante Lenchen in Prag. Thank you.
ja. Aber erst morgen früh. Es war nicht leicht, die Finanzen alle zu stimmen. Euch zu lieben. Mir zu lieben? Verlobungskuchen. Das ist treue Liebe. Das ist treue Liebe. Wollen Sie sich das auch noch ein viertes Mal anhören? Nein. Sie können schon auswendig. Meine Herrschaften, das soll eine schöne Erinnerung für Sie sein. Das Spiegelbild auf Papier, das Amüsement der wirklich vornehmen Gesellschaft. Bitte schön, der wirklich vornehmen Gesellschaft von Paris, Wien und Berlin. Das ist nicht mal, das ist Fotografie. Das ist Entwicklung. Das ist ein Wunder. Meine Herrschaften, das soll eine schöne Erinnerung für Sie sein. Meine Herrschaften, das soll eine schöne Erinnerung für Sie sein. Das Spiegelbild auf Papier. Das Amüsement der wirklich vornehmen Gesellschaft in Paris, Wien und Berlin. Das ist nicht Gemahl, das ist Fotografie. Fotografie, das ist kein Zaubermittel. Fotografie, das ist keine Magie, das ist Fortschritt.
Stillhalten. Lächeln. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Halt! Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Ich hoffe, es wird eine schöne Erinnerung für Sie sein. Darauf können Sie sich verlassen. Bitte, wo ist der Zirkusdirektor? Um was handelt es sich denn? Es handelt sich um polizeiliche Vorschriften. Da. Du, geh mal runter. Geh mal runter. Sie sind da. Was ist denn schon wieder los? Ja, geh halt runter. Schon wieder los. Es war ja heute noch gar nichts los. Es handelt sich bloß um polizeiliche Vorschriften. Polizeiliche Vorschriften haben wir genug. Nein. Um die Genehmigung um die polizeiliche Handelsgeschichte. Die haben wir doch auch. Ja, sie geht doch runter. Sind Sie der Heinrich Brummer? Ja, der bin ich, aber wir haben doch die Genehmigung schon bekommen. Das weiß ich. Ich muss aber noch einige Punkte notieren. Wie viele Personen haben Sie in Ihrem Unternehmen beschäftigt? Ja, im Ganzen. Sieben Personen, fast acht. Ja. Fast acht Personen. Was heißt fast acht? Entweder sind es sieben oder acht. Acht sind es auf keinen Fall. Nun ja, dann ist es sieben. Fünf. Fünf Personen. Was fünf? Fünf Stück Personen. Fünf Stück. Also fünf Personen, männlich oder weiblich? Nicht oder. Und weibliche. Wie viel? Ja, bitteschön, unser Personal ist jederzeit bereit, sich zählen zu lassen. Wie viele Personen fasst Ihr Zirkus? Ja, bei schlechten Geschäftsgang sehr wenig. Wenig, ja. Und bei guten Geschäftsgang? Auch wenig. Ja, das ist besser. Ungefähr 290. Ja, so. Ja, also zwischendrin, ich weiß auch nicht genau. Sagen wir halt 300. Nein, das ist zu viel. Bei 300 ist es direkt überfüllt. Na, wissen Sie was, schreiben Sie 298. 98. Dann habe ich noch eine wichtige Frage. Sie schulden der Stadtkasse noch von Ihrem letzten Gastspiel 300 Gulden. Wissen Sie das noch? Das weiß ich noch, das habe ich nicht vergessen. Aber bezahlt haben Sie noch nicht. Das habe ich vergessen. Wollen Sie diese restlichen 300 Gulden endlich bezahlen? Selbstverständlich, wenn ich nicht drauf vergesse. Sie werden dann schon ans Vergessen erinnern. Ja und? Der Herr liebt nämlich die Kunst. Was liebt er? Die Kunst. Die Kunst? Kunst. So, ja, dann ja. Könnten Sie mir gleich zwei Billetten abkaufen für heute Abend in die Vorstellung. Gib ihm zwei Billetten. Ja. Oh ja. Zweimal a 2,50 Gulden. Macht 2 Gulden. 5 Gulden. Zusammen. Bitte. Dankeschön. Ja, bleiben Sie da. Bleiben Sie nur da. Bleiben Sie ruhig da, Sie stören uns gar nicht. Überhaupt. Dankeschön. Nicht im Geringsten. Oh. Das scheint ein feiner Herr zu sein. Schaut, dass er kein Artist ist. Warum? Wenn einer ein Geld hat und ist kein Artist, das ist genauso wie irgendwas anderes. Ja, ja. Wenn ein Artist Geld hat oder er hat keins, oder sagen wir, er ist ein Artist und nein, er hat kein Geld und ist doch ein Artist. Was? Du verstehst mich auch. Wenn er ein Artist wäre und er hätte oder er will ein Geld, na Geld will ja jeder Artist, ich meine, wenn er. Scheiße, wenn einer ein Artist wäre
unrecht viel Geld hätte dafür. Ja, das meine ich. Das meine ich, ja. Seien Sie, Herr Oberwachtmeister, haben Sie die Tochter des Herrn Bürgermeister gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Für meine Steuern auch noch Kropf. Augenblick sind die ehernen Würfel des Schicksals gefallen, während von jenem Hügel aus der große Korse, umgeben von dem Stab seiner Generale, die Schlacht lenkt. Dunkelheit senkt sich über den Platz. Der Abend naht sich über die Waldstadt. Schon ist ein großer Teil der Vororte in Brand geraten, was Sie hier am Modell erkennen können. Und so, meine Herrschaften, sehen Sie mit selten plastischer Klarheit ein Stück Weltgeschichte veritabel vor sich aufgebaut. Wenn es Ihnen gefallen hat, so wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich mit einer Kleinigkeit erkenntlich zeigen würden. Ich hoffe, ich habe die Herrschaft mit meinem Foto nicht allzu sehr gestört. Befehl ausgeführt, sämtliche Herrschaften sind zur Stelle. Danke. Mein Kind hat mich verlassen. Mein Kind ist weg. Sie heiraten darf nicht sein. Mein Kind soll seinen freien Willen haben. Kennen Sie den freien Willen Ihres Kindes? Der freie Wille ist ein Postillon. Mit dem freien Willen läuft sie draußen zwischen den Buden herum. Ja, sie haben sich sogar zusammen fotografieren lassen. Ruhe! Für Ihr Kind mit dem freien Willen ist mir mein Kind zu schade. Schade. Wissen Sie, wo Ihr Kind ist? Bitte? Zirkus mit einer Tänzerin. Ich habe ihn selbst gesehen. Tänzerin mit nackten Beinen. So. Dein Sohn. Und das Wohl Ihrer Familien, Ihrer Kinder. Wenn Sie, Herr Bürgermeister, zum Schwiegersohn keinen Postillon haben wollen und Sie, meine Herrschaften, keine Tänzerin zur Schwiegertochter, dann müssen Sie mir freie Hand lassen. Da hilft nur eine gute, anständige Heirat. Bitte! Es handelt sich um die dringliche Spielerlaubnis des Antragstellers, des Wanderzirkusunternehmers Heinrich Brummer, Akt Nummer 31b 712, 1855, betreffs weiterer Stundung der Gemeindeabgaben für Besteuerung öffentlicher Lustbarkeit in der Gesamthöhe von 300 Gulden. Herr Bürgermeister, denken Sie an die Kinder, Herr Bürgermeister. Abgelehnt! Thank you.
genehmigt. Vom Bürgermeister abgelehnt. Was hast du denn? Wir müssen weiter. Wir dürfen nicht auftreten. Schade. Komm mal her. Du kommst mal her. Ich verschaffe euch die 300 Gulden, damit ihr auftreten könnt. Ganz bestimmt. Bis heute Abend. Ah, Herr Postmeister, wie wär's mit einem Schluck? Vielen Dank. Nein, Herr Finanzminister. Ach, bitte schön, Herr Postmeister. Haben Sie vielleicht meine beiden Zöglinge gesehen? Madame, lassen Sie die Mädchen. Heute ist doch kirchweih, da will sie wieder gerne mal fröhlich sein. Ich werde schon dafür sorgen, dass Sie auftreten können. Gut, das mache ich schon. Hier hast du Geld. So, jetzt gehst du drüben mit 4000 Wackel. Ja, aber ich bitte Sie weiter, meine Freunde. Du bist mein Freund. Ja, du bist mein Freund. Ja, nein. Also, ich sage dir. Können wir mir vielleicht für einen besonderen Zweck 300 Gulden geben? 300 Gulden? Brauchst du nämlich 300 Gulden? Marsch ins Bett! Kinder haben zu gehorchen. Du bleibst auf deinem Zimmer. Nacht. Guten Nacht, Vater. Guten Nacht, Mutter. Ja. Wenn er nur wenigstens, ein Handstammkinder wird. Naja, er ist ja noch jung. Bezahlt alles, mein neuer Freund. Goldschmied dringend sprechen. Vater ist heute zweite Trompete. Wollte nämlich noch etwas kaufen. Dann kaufen Sie natürlich. Musik.
noch ein Weilchen, Marie, bedenk es dir. Der Wenzel hat den größten Gutshof im ganzen Kirchspiel. Und der Hans? Den Hans liebst du. Aber morgen wirst du ihn vielleicht nicht mehr lieben. Und der Wenzel, siehst du, wird auch morgen noch den größten Gutshof im ganzen Kirchenspiel haben. Deine Mutter ist tot. Vielleicht hätte sie besser mit dir sprechen können. Ein Weilchen, Micha, müsste man warten. Müsste man versuchen, müsste man sehen, ob sich die Kinder doch noch verstehen. Noch ein Weilchen! Herr Postmeister! Herr Postmeister! Herr Postmeister, ich habe mit euch zu sprechen. Wieso? Wegen der Sache heute Nacht. Seid doch vernünftig. Wir können gleich abfahren. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Die Tochter vom Bürgermeister, offen gesprochen, als Mann zu Mann, daraus wird nichts. Ihr seid nichts, ihr habt nichts, das gibt nur Unglück. Was ist denn los? Können wir endlich abfahren? Na ja, gleich, er hat es Ihnen doch gesagt, im Moment können Sie abfahren. Ich hab's eilig, in 3 Tagen muss ich in Wien sein. Also ein Angebot, junger Mann. Ihr lasst euch in der Stadt nicht mehr blicken, verzichtet auf die Heirat mit Marie und ich zahle euch auf der Stelle 100 Gulden. Und alles ist so gut wie richtig. Fertig. 140. Gebt mir euer Wort. 150, 160, 170, 180 und dann ist alles gut. Verraten. Ohne Dukaten ist verraten, das verraten. Wer kein Geld hat, auch kein Feld hat und auch keinen Brat. Wer kein Geld hat, auch kein Feld hat und auch keinen Brat. Lass dir doch raten, nimm die Dukaten, nimm die Dukaten. Lass dir doch raten, fahr die Dukaten, fahr die Dukaten. Für die Gelder kriegst du Wälder, Wiesen, Äcker, Saat. Weil von den Geldern braucht keine Wälder, Äcker, Wiesen, Saat. Häuschen, Garten, Vieh aller Art, Diener und Ross, eine Karosse, Hühner und Tauben, Äpfel, Trauben, Tiere, Weine, Tiere, Schweine, Zeuge, Wanden, Krüge, Kanten, der Truhe, Kleider, Schuhe, Häuser und Garten, Vieh aller Art, Diener und Ross, eine Karosse, Hühner, Tauben, Äpfel, Trauben, Tiere, Weine, Krüge, Schweine, Da muss der Mensch sich schämen. Hörst du, Geld muss man immer nehmen. Hörst du, du musst die Hoffnung nehmen. Jeder andere würde glücklich sein. Ich sehe es ein, doch sag ich nein. Ich sehe es ein, doch sag ich nein. Ich sehe es ein, doch sag ich nein. Ja, ich sehe es, kann doch sein, 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 ich sehe es, kann doch
mitnehmen. Das darf ich nicht, das ist gegen meine Bestimmungen. Ich muss mit, nach Pilsen. Es ist sehr wichtig für mich. Ich muss nach Pilsen. Mein Lebensglück hängt davon ab. Wenn Sie mich nicht mitnehmen, ist alles für mich verloren. Also, komm. Das kann meine Stellung kosten. Doch, bestimmt nicht. Ich muss nämlich zur Behörde nach Pilsen. Der Bürgermeister will den Zirkus nicht auftreten lassen. Der alles daran setzt. Und weil ich Esmeralda liebe. Und wenn der Zirkus fort muss, dann sehe ich sie eben nie. Marie, die Tochter des Bürgermeisters. Hm? Marie heißt sie, die Tochter des Bürgermeisters. Ist sie. Aber ich will sie doch gar nicht. Ich liebe doch Esmeralda. Ja. Ich verschaffe dir die 300 Gulden. Wirklich? Fahre du inzwischen den Wagen für mich? Ja. Du kannst dich auf mich verlassen. Angebot an. Für 300 Gulden. Ja, 200 Gulden. Ich brauche 300. Also einigen wir uns. Nein, nicht mehr und nicht weniger als 300. Du versuchst nie wieder, Marie von der Heirat mit Wenzel abzuhalten. Für 300 Gulden? Nein. Dein Wort? Dein Geld? Berichten, will er auf Marie verzichten?
Ja, für nur 300 Gulden ist sie mir dafür noch schuld. Nicht verstehen kann ich, was geschehen. Nein, was wieder jetzt geschehen? Überall sagt man es laut. Er verkaufte seine Braut, er verkaufte seine Braut. Ich habe selbst gehört, meine Frau war wirklich auch empört. Ihnen nun allein kann ich dann vertrauen. Ich selbst weiß es von den Scheuerfrauen. Des Bürgerneid, der schönen Marie, und das wurde sie. Ich habe es gewusst. Ein Mann, der dich verkauft hat. Und du wolltest ihn lieben. Und du wolltest ihn heiraten. Man kann sich nicht mehr blicken lassen. Nun spricht die ganze Stadt davon. Er war verkauft. Er war verkauft. Er war verkauft. Er war verkauft. Keine Braut, keine Braut. Der Zirkusdirektor Heinrich Brummer mit Frau wünscht, vorgelassen zu werden. Bitte. Und bringen Sie dann auch gleich die Akten. Jawohl. Darf ich bitten? Na, also was? Ja, dein Hut soll es unterdrücken. Herr Bürgermeister, wir sind überglücklich, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen. Sehr überglücklich sogar, Herr Bürgermeister. Worum handelt es sich? Ja, um die restlichen Gemeindeabgaben. Ja, in schwindelnder Höhe von 300 Gulden. Tut mir sehr leid. Ja, aber Herr Bürgermeister... Der Bescheid ist Ihnen gestern doch zugegangen. Aber Herr Bürgermeister, ja, glauben denn Sie, dass wir der Behörde die Gemeindeabgabe... Nein, das wäre ja lächerlich. Nicht im Geringsten. Es gibt noch Gönner, die die wahre Kunst nicht untergehen lassen. Darf ich vielleicht bei dieser Gelegenheit Herrn Bürgermeister einladen zu unserer Eröffnungsvorstellung? Heute Abend. Wir laden Herrn Bürgermeister ein. Wir reservieren Ihnen 6 Personen. Sie kennen mit der Familie? Frau, Kind, was ja? 6 Personen. Es wird uns freuen, Herr Bürgermeister, wenn Sie heute Abend mit Ihrer ganzen Familie, mit Ihrem ganzen Drum und Dran sich bei uns entdecken. Ja. Eine hohe Ehre für uns. Ja, kurz gesagt, Herr Bürgermeister, wenn Sie heute Abend zu uns in die Eröffnungsvorstellung kommen ja, würden. Ich werde Herrn Oberbürgermeister. Die Ehrenloge würden wir reservieren, ja, können, Herr Bürgermeister, ja. Sechs Plätze für Sie allein, für Ihre ganze, würden wir machen. Wäre eine besondere Ehre für ja, uns. Ja, kurz gesagt, wenn Sie bei uns in der Ehrenloge Platz nehmen würden. Ja, anlässlich sehr der Verlobung der Fräulein Tochter. Leider kann ich... Ja, wir wissen alles, Herr Bürgermeister. Wir wissen alles. Ach, wir wissen alles. Meinen Sie, uns geht's besser? Genauso. Herr Bürgermeister, glauben Sie, wir könnten einen Schwiegersohn brauchen, der nicht einmal einen Handstand machen kann? Ausgeschlossen. Kommt nicht in Frage. Widersprechen Sie mir nichts, Herr Bürgermeister. Hat er nichts gesagt, Herr Bürgermeister? Nein, er hätte ja was sagen können, ne? Er hat aber nichts gesagt. Ja, jetzt ist ja schon wieder vorbei. Herr Bürgermeister, glauben Sie mir, wahre Kunst bindet. Wahre Kunst versöhnt, Herr Bürgermeister. Ich bitte Sie,
Kommen Sie heute am Abend in die Ehrenloge und schauen Sie sich unsere Vorstellung an und Sie werden sehen, Herr Bürgermeister. Dass nur durch unsere Kunst werden Ihre ganzen verwickelten Familienverhältnisse wieder geordnet. In Ordnung gebracht werden, sozusagen. Ist nun behördlicherseits die Abhaltung der Schaustellung erlaubt? Ja. Zutritt, meine Damen und Herren! Immer Zutritt, Damen und Herren! Jetzt ist Anfang, jetzt ist Beginn einer neuen Vorstellung. In der ersten Abteilung Mr. Alvari, der Muskelkönig. Das Muskelphänomen. Mit seinen Zähnen zermalmt er zentnerschwere Felsensteine zu Sträußern. In der zweiten Abteilung, Esmeralda, blicken Sie nach links. Der Bärenkäfig. Am Schluss Ihrer Produktion steckt Esmeralda ihren Kopf in den Rachen der braunen Bestie. In der sechsten Abteilung auftretendes Indianerhäuptling Leopold Wuhuwu aus dem Negerstamme der Aka. Mit unendlicher Mühe ist es uns gelungen, den Wilden im Laufe der Zeit an Gemüse zu gewöhnen. Seine Lieblingsspeise aber ist und bleibt frisches Menschenfleisch. Soeben haben der Herr Bürgermeister mit seiner ganzen Familie in der Ehrenloge Platz genommen. Versäumen Sie nicht, hereinzukommen. Jetzt ist Anfang. Die Künstler begeben sich in das Theater. Die Kapelle gibt das letzte Zeichen. Jetzt ist Anfang. Jetzt ist Beginn. Meiner Produktion. Unsere. Zum Schluss unserer Produktion. Ich bin ja auch dabei. Ja. Zum Schluss unserer Produktion wird Frau Direktor noch ein Ei legen. Hast du recht? Ja. Ich meine, weil du sonst immer vergisst. Red nicht so viel, sonst kann ich nicht gackern. Raus. Hallo!
Du saust dich hier. Sowas will der Künstler sein. Und betritt besoffen die Arena. Rausschmeißen müsste man dich. Das ist alles, mein neuer Freund. Du. Ich helfe dir schon. Oh, nicht weinen. Nicht weinen, Gott, das mache ich schon. Mache ich alles. Ich werde dir alles erklären. Hast du Geld bekommen, ja oder nein? Ja, ich habe es bekommen, aber ich nicht. Nein, ich glaube es nicht. Sei doch vernünftig. Nein. Marie! Sei doch vernünftig. Wenzel, Wenzel zum Donnerwetter. Hör doch zu, Wenzel zum Donnerwetter. Hör doch zu. Ich will doch nur dein Bestes, Wenzel. Denk doch an das viele Geld, an das Geld von deinen Eltern, an das Geld von Marie und auch an mein Geld, Wenzel. Mein Guter! Hilfe! Der Bär ist los!
Willen, halt sie. Ich bitte dich, halt sie. Ich halte sie. Ich halte sie. Halt sie fest. Halt sie fest. Halt sie fest. Ich halte sie. Ich halte sie. Bestimmt. Das doch ist. Er hält sie ja. Er hält sie ja. Ich hab's ja immer gesagt. Ein prächtiger Bursche. Ihr schön. Meine Herrschaften, ich hoffe, es wird eine schöne Erinnerung für Sie sein. Gut.